Morgen Leute, wir sind nach wie vor im Korat, in der Konrad-Jasima. Sitzen hier draußen, trinken mal ein Käffchen. Und soweit ich das verstanden habe, findet heute mal wieder eine Familienzusammenführung statt. Toll, und eine ihrer Töchter. Mal sehen, wie wir da wieder hinkommen. Wir werden irgendwo abgeholt. Und ich weiß mal wieder so gut wie gar nichts. Käffchen. Und der Eingang zum Hotel ist okay, kostet 400 Baht die Nacht. Das Thai Korat Hotel 1. Die Hauptstraße am frühen Sonntagmorgen kaum befahren. Und wir suchen uns mal ein Sammeltaxi. Nach über halbstündiger Fahrt erstmal Endstation. Die Fahrt kostete übrigens 10 Watt pro Nase. Und es geht zu Kreuz Knusperhäuschen, dem rosafarbenen. Ich glaube, jetzt heißt es erstmal warten auf Kreuz meist unzuverlässige Tochter. Jedes noch so kleine Dorf hat meist einen Tempel. Und heute scheint eine Schulklasse einen Ausflug nach hier zu veranstalten. Das Töchterlein erschien noch nicht am vereinbarten Treffpunkt. Der kleine lokale Morgenmarkt bricht seine Zelte bereits ab. Kai wartet auf ihre Tochter. Ich spaziere munter drauf los. Zuerst soll es mal zum Essen gehen, wie üblich. Das Restaurant hat noch geschlossen. Öffnet sicherlich erst gegen 17 Uhr. Die Speisen werden auch in den Hütten serviert. Das Haus von Koi liegt noch einige Kilometer entfernt, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Kaffeestube. Ein Restaurant. Hallo, sauber dich ab. Secondhand-Kleidung. Und die beiden pfiffen mich ran. Okay. Wollten mit aufs Video. Easy Bud. My bang. Cool. Die Taschen 70 Baht. Tasche heißt übrigens Kapau. Sie meint, ich soll mal kurz reinfilmen hier. Das meiste kostet 10 Baht. Wie üblich machen die Restaurants sich gegenseitig Konkurrenz. Es wird geangelt und einer liefert Eis haben. Ein im Bau befindliches Restaurant.
alles aus Bambus, georgisch. Dann waren wir. Waren zwei. Ich habe gerade mal gefragt, ob ich über den Steg laufen darf. Ob das schon geht. Er meinte ja. Wollen wir mal hoffen. Sonst nehme ich meine zweite Dusche am frühen Morgen. Meiner Meinung nach schön gemacht. Und in den Zelten schlafen die Arbeiter, die meist oder oft aus einer anderen Gegend anreisen. Wurden schon Fische ausgesetzt. Und bei Tamalei. Okay. Gerade kurz mit der Besitzerin gesprochen. Und das Restaurant gehört auch dazu. Das nicht mehr. Ihr seht in den Seitensträßchen nur vereinzelt Häuser. Koi wollte mich unterwegs auflesen. Bisher noch nichts von ihr zu sehen. Vom Töchter schon natürlich auch nicht. Und es macht wirklich Sinn, etwas Zeit zu lernen. Das nimmt den Leuten die Scheu vor einem. Koi ist sauer. Die Tochter kam mit über einer Stunde Verspätung an. Und jetzt geht's zum Essen. Könnte ja gleich mal mit dem Boot rausfahren, Angeltour machen. Nach dem Essen dann zu Kois Nussbauhäuschen, neues Geisterhaus. Tor ist kaputt, kann man nicht weiter öffnen. Viel hat sich da nicht getan, jedenfalls von außen. Die übliche Unordnung im Seitenbereich. Hinter dem Haus die reinste Wüste. Früher wurde das Gras wenigstens mal geschnitten. Leicht reparaturbedürftig. Im Moment wohnt Töchterlein mit dem Freund in dem Haus. Aus welchen Gründen auch immer. Ich frage da nicht mehr nach. คุณต้นไม้มันเข้ามาอยู่แล้วคุณ momentan nicht in Gebrauch นี่ต้นไม้มันเข้ามาอยู่เลยคุณมันจะมากินมาม่าด้วยดูนี่ใครมาทําของอีหมิวด้วยมีนก็คือมันเนี่ยที่โซโปรอสพอเดมเรสโตรบิเซีย waren es noch mal gut und gerne 3 bis 4 Kilometer, wenn nicht mehr. Und ich glaube, in einem Video zeigte ich auch schon mal die direkte Umgebung. Hier ist weit und breit nichts, wirklich nichts. Noch vereinzelte Häuser. Und ich glaube, das wurde sogar neu gebaut. Zumindest gibt es eine Müllabfuhr. Wenn ich hier wohnte, machte ich einen Biergroßhandel auf. Das ist schon ein lukratives Geschäft. Noch alles beim Alten, da bin ich ja beruhigt.
das Wat Phanom Wan. Lottery. Ja, ne? Leider, wie so oft beschlossen, Angst vor Diebstahl. Oho. Tempelhunde und der obligatorische Verbrennungsofen. Liegen noch zwei von den Welpen rum. Der macht sich aus dem Staub. Und endlose Reisfelder. Wir sind im Terminal 21, nicht unbedingt meine Welt, die Damen wollten ja hin und es wird langsam Zeit, dass ich mich ausklinke. Keiner einer weiß wohin. Ratlose Gesichter. Ich halte mich auch aus. Die Nahrungskarte. Ich gehe mal nach draußen, warte da auf die. Keine Lust hier, ziel- und planlos rumzulaufen. Ja Leute, das war's für heute. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüssi.